Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Download House. Ja, diesmal haben wir ein Gemeinschaftsgrundstück und zwar den Salon, den ich schon im Let's Play angekündigt habe. Hier sehen wir auch nochmal einen Grundriss von oben, damit ihr den Überblick behalten könnt. Na gut, so groß ist der Salon nun auch nicht. Aber na gut, ja, der Salon ist ziemlich rot gehalten. Das liegt daran, dass ich den in der Nachbarschaft von der Familie Sicha, also in Sunset Dwelly, gebaut habe. Und da ist ja alles ein bisschen rot, deswegen ist auch der Salon so rot geworden. Und ja, diese Screenshot-Präsentation, die ihr gerade seht, ist diesmal ein bisschen anders für ein Download-Haus. Ich habe nämlich nicht aufgenommen, als ich den gebaut habe, da ich privat gespielt habe. Und ja, ich hoffe, die Fotos reichen euch. Und ja, ich fange einfach mal an zu erzählen. Und zwar, der Salon beinhaltet einen Umstyling-Raum, dann einen Tätowierbereich und noch einen Toilettenraum. Ja, genauso wie den Eingangsbereich, den wir hier auch nochmal von draußen durch die Hecke begutachten können. Und ja, kommen wir auch gleich zum Tätowierbereich, den wir da schon durchluxen sehen. Da sieht man auch mal schön die Offenheit dieses Salons, finde ich wirklich toll. Und ja, jetzt sehen wir vom Tätowierbereich in den Aufenthaltsbereich vorne rein, raus, wie auch immer. Und ja, da haben wir diesen normalen Tätowierstuhl und dann nochmal den elektronischen. Also egal, wie eure Sims sich tätowieren lassen wollen, sie haben die freie Auswahl. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zum Umstyling-Bereich. Der ist etwas klein ausgefallen, aber hat trotzdem zwei Umstyling-Tische, sage ich jetzt einfach mal dazu. Wenn es ja kein Tisch ist, ist ja eher ein Podest. Und ja, völlig ausreichend meiner Meinung nach. Und ja, den Toilettenbereich sehen wir jetzt auch noch. Der ist auch relativ klein ausgefallen, weil das Grundstück vom Salon ist 20x25 groß. Ich wollte das relativ klein halten, dass der Salon auch wirklich überall reinpasst, weil man hat ja nicht immer so die riesen Grundstücke zur Verfügung. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mit dem Salon was anfangen. Mir persönlich gefällt er wirklich gut und ich kann ihn wirklich in jeder Nachbarschaft platzieren. Wenn nicht mit ein paar Handgriffen, ist auch das Rot weg. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Salon. Der Download-Link steht in der Videobeschreibung und ciao!